Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel mit Baloo. Nein, Bäh. Ja, wir sind gerade beim Regenbogensteinschiff. Zwirfenst, wie bist du hierher gekommen? Warum sprichst du eigentlich alle und ich muss nur Weiß ich nicht. Sehr einfach eigentlich. Meister Diaga hat uns direkt hierher teleportiert. Immerhin wusste ich, dass ihr unweigerlich herkommen würdet. Hier zu warten erspart uns die Arbeit, nach euch zu suchen. Ja. Leider müsst ihr wieder mit mir in die Zukunft kommen. Tobias, bringt sie zum dimensionalen Loch. Woher wusste ich, was sie sagen? Wow. Wir haben es fast geschafft gehabt. Das ist nicht fair. Hey, da ist ein dimensionales Loch. Tobias, ins dimensionale Loch mit ihnen. Psst, Baloo und Miri. Ja? Ich bin dabei. So, ihr entwickelt ein wenig kläglichen Widerstand, obwohl ihr wisst, dass es völlig vergeblich ist. Hast du was anderes erwartet? Ihr lasst mir keine Wahl. Ich werde euch einfach hier besiegen und mit in die Zukunft nehmen. Ich meine, diesen Kampf gegen so viele Gegner. Das macht keinen Unterschied für mich. 7 Leute. Ja. Ihr habt keine Chance. Wie viel Widerstand könnt ihr überhaupt aufbringen? Zeigt es mir. Umzingelt sie. Nicht sterben in meiner Aufnahme. Wobei, dann kann ich nie stirb in meiner Aufnahme. Ja, danke schön. Was kann man jetzt, was willst du machen? Ich gucke, was ich so habe an Items. Plosivsamen, das bringt jetzt nichts. Okay. Ja, ich denke mal, den da oben, vielleicht sollte Baloo Vakuumhieb machen, vielleicht am Anfang. Meinst du, dass er einmal alle rundum schlägt? Ja, aber dann nachher ausschalten, ne, wenn du wieder einschläfst oder verwirrst oder so. Genau. Und dann mach ich jetzt jeder eine Taktik ändern, wollte ich gerade fragen. Erstmal allen einmal 20. Ja, das ist schon mal ganz gut, nämlich. Jetzt kommen die allein näher. So, und jetzt kannst du verwirren machen. Ja, jetzt kann ich verwirren. Aber Baloo nochmal das gleiche oder nicht? Meinst du, das macht Sinn? Ich glaube, er sollte sich lieber auf die Vorsicht konzentrieren. Ja. Erstmal schalten wir den Schlimmsten aus. Ich hoffe, der hat nichts dagegen. Okay. Oh, Zubius halten aber viel aus. Scheiße. Okay, ist hinter dir ist weg. Das ist schon mal sehr. Nice. Nein! Ah! Oh, Scheiße! Boah, macht der viel Schaden? Ihr Licht? Shit! Ach du Kacke! Vielleicht setzt er das nicht so oft ein. Ach du Kacke! Gut, Baloo wieder einen weggemacht. Tschüss. Und nein! Das ist aber übel. Das ist ja krass fies. Das ist ein Schutz davor wahrscheinlich. Ach, Baloo, warum macht das denn so wenig Oh, ist gegangen. Shit, Glück gehabt. Stimmt. Mach's weg, jawohl. Es hat nur das eine sein Bienen ein Schutzschild. So. Jetzt macht er ein Schutzschild weg. Nein, jetzt kommt er wieder. Und weg. Okay, sehr gut. Flammenwurf einfach. Du hast doch noch einen Belebersamen, oder? Oh, nein, wir haben ja gar keinen neuen mitgenommen. Oh, fuck. Konnten wir nicht. Ja, scheiße ist. Nein! Oh, wir haben noch das einen. Das ist der letzte gewesen. Er ist nicht mehr verwirrt. Er ist gegangen. Gott sei Dank. Jetzt kann ich ihn von der Ferne angreifen. Wenn er nicht wieder runterkommt. Das war's mit der Ferne.
Achso, wir können doch Steine dahin werfen. Oh nein. Der große Zwirbel. Er ist zu nah dran, willst du nicht abhauen? Komm schon, jetzt reicht's. Nein, Schande! Boah, Alter. Ach, oh. Komm schon! Noch fünf, vier Helden! Wie lange? Jetzt, Reptane, würdest du bitte endlich mal helfen? Oh, oh. Ja, first try. Ich weigere mich zu verlieren. Au. So töricht. Ihr habt es gewagt, mich herauszufordern. Ihr hattet keine Chance. Und, naja, die feinen Mühen dieser Welt gepaart mit eurer mickrigen Kraft. Das Ergebnis stand bereits vor dem Kampfbeginn fest. Zierfins ist ein echt harter Brocken. Nicht aufgeben. Es gibt einen Ausweg. Was? Das sagst du so einfach. Na, für ein paar Schwächlinge schlagt ihr euch erstaunlich gut. Aber das ist jetzt alles vorbei. Das ist das Ende. Der Mund auf seinem Bauch ist aufgegangen. Er macht irgendwas. Wird er gleich eine Attacke auf uns starten? Von diesem Mund auf seinem Bauch aus. Einen Moment, der Mund auf seinem Bauch. Das ist es. Das könnte funktionieren. Was ist los, Miri? Was? Wir sollen unsere kombinierten Attacken auf seinen Bauch richten? Ist das möglich? Wir haben keine Zeit. Das ist unser einziger Versuch, Reptane. Nehmt das! Oh, dumm gelaufen. Wir haben es geschafft. Zwirfins ist erledigt. Wir haben Zwirfins zu guter Letzt besiegt. Das kann nicht sein. Meine Zwirfins. Meine Zwirfins wurde besiegt. Ich denke, sie sind geflüchtet. Haha. Deine Zubiere sind weggelaufen. Du hast einfach kein Glück damit, verlässliche Windstreiter zu finden. Balui, was ist los? Steig den Tempel ganz hinauf. Setz das Reliktfragment in diese hohle Stelle ein. Ich will wissen, was du ich will, dass du herausfindest, ob das Regenbogenschiff Steinschiff funktioniert. Währenddessen behalten Miri und ich Zwirfins im Auge. Ja. Alles klar, mach ich. Tschüss, Balui. Tötet ihn doch einfach. Hier wird niemand getötet, ey. Töte ihn doch einfach. Falls das Regenbogensteinschiff funktioniert, können wir zum Zeitturm gehen. Ich hoffe, es klappt. Nicht bewegen. Reptane, Miri. Ist das wirklich, was ihr wollt? Wenn die Geschichte verändert wird, dann werden wir Pokémon aus der Zukunft verschwinden. Was? Was? Wenn die Geschichte verändert wird, dann werden die Pokémon der Zukunft verschwinden? Das betrifft nicht nur mich, auch ihr beide, Reptane und Miri, gleichermaßen. Da ihr aus einer Zukunft kommt, die nicht mehr existieren werdet, werdet auch ihr verschwinden. Wollt ihr das wirklich? Wenn wir die Geschichte verändern, verschwinden auch wir? Sagt Zwirfins etwa die Wahrheit? Reptane! Es stimmt, Miri. Wenn wir die Geschichte verändern, dann werden wir verschwinden. Reptane! Aber das macht nichts, wenn damit die Zeit gerettet wird und Frieden in die Welt zurückkehrt. Genau deshalb bin ich in die Vergangenheit gereist. Celebi auch. Er half uns, obwohl er wusste, dass er verschwinden wird, falls sie Erfolg haben. Sogar Celebi? Oh, ich erinnere mich, als wir damals in der Zukunft waren. Rückblende. Bla 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 bla. Als Celebi sagte, dass es diesem Ziel sein ganzes Leben widmen wollte. Das meint es also damit. Und Miri, du kamst mit dem gleichen Entschluss. Wir kamen aus der Zukunft in dem vollen Bewusstsein, dass uns das widerfahren würde. So wie du jetzt bist, erinnerst du dich jedoch nicht an diesen Entschluss. Ich weiß, dass es ein großer Schock für dich sein muss. Aber wir haben in dieser Sache keine Wahl. Wenn wir nicht handeln, wird die Zeit zerstört. Die Lähmung des Planeten wird beginnen. Wenn wir dieser Welt Frieden bringen wollen,
Dann müssen wir verschwinden. Versuch das zu verstehen, Miri. So war das also. Ich bin in diese Welt gekommen mit solch einem Entschluss. Wissen, dass wir im Falle des Erfolgs verschwinden würden. Aber wenn wir nicht handeln, kann die Zerstörung der Zeit nicht aufgehalten werden. Das bedeutet, wir müssen es tun. Sogar wenn das bedeutet, dass ich verschwinden muss. Oh, Miri. Aber da wäre noch etwas. Durch unser Erscheinen in dieser Welt hat sich für uns eine Sache verändert. Es ist wahr, dass wir entschlossen waren, unsere Mission zu Ende zu führen. Das traf zu, als wir zum ersten Mal in diese Welt zurückgekehrt sind. Aber wir hatten absolut nichts zu verlieren. Und jetzt, wofür es sich gelohnt hatte, zurückzukehren. Und nicht so. Aber Miri, das ändert sich für dich, als du ein Pokémon wurdest. Du hast in Baluie einen Freund und Partner gefunden. Baluie sieht zu dir auf. Wenn dein Partner herausfände, dass du vielleicht verschwindest. Ich bin sicher, Baluie wäre am Boden zerstört. Baluie hat ein gutes Herz. Aber wenn die Zukunft verändert wird und du verschwindest, dann wird dein Partner... Baluie wird... Nun, dein Partner wird allein zurückbleiben. Jetzt endlich verstehe ich. Wenn ich die Geschichte verändere, werde ich verschwinden. Wenn ich verschwinde, wird Baluie... Baluie... Baluie ganz alleine. Ja, wir speichern. Wolltest du gerade reindrücken? Ich habe geguckt, wie lang schon aufgenommen ist, aber noch nicht lang genug, um zu beenden. Tap, 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 tap. Was hat Baluie gefunden? Hier ist es. Hier ist die hohle Stelle. Das Reliktfragment gehört an diese Stelle. Das wird das Regenbogensteinschiff starten, wie Rap Tennis sagte. Dieser Name, ne? Ja, ich komme da. Im Englischen hört er sich bestimmt besser an. Rainbow Stone Ship. Ich probiere es einfach mal. So. Blum. Oh. Es hat sich bewegt. Es hat sich bewegt. Was war das? Baluie hat es geschafft. Dieses Geräusch. Das muss das Startgeräusch des Regenbogensteinschiffs sein. Ah. Ah. Au. Das lasse ich. Wir werden niemals die Geschichte verändern. Ah. Hat sich gerade Reptane dazwischen geworfen. Reptane! Du hast Miri geschützt, Reptane. Das hat dir schwer zugesetzt. Sehr gut. Du trittst als Erster ab. Oh nein, nie Reptane. Was machst du? Zwirfinst. Ich nehme dich mit mir. Wir gehen zurück in die Zukunft. Was? Miri, es liegt jetzt an dir. Das das sind... Zahnräder der Zeit. Alles klar, Team. Der Regenbogensteinschiff ist abfahrbereit. Was? Was geschieht denn hier? Baluie, Ende der Fahnenstange. Ich nehme Zwirfinst mit in die Zukunft zurück. Wie bitte? Was? Ich kann niemals mehr hierher zurückkommen. Passt gut auf Miri auf. Versprich mir das. Aber deinen Platz einnehmen, Reptane, das kann ich nicht. Du musst und du wirst. Weil du es kannst, Baluie. Ihr beide seid das beste Gespann, das es gibt. Lass mich los. Lass mich gehen. Wir sind fast da. Ruhe. Miri. Leb wohl, Miri. Ich bin froh, dich gekannt zu haben. Auch wenn die Trennung schmerzt. Der Rest liegt in deiner Hand. Reptane. Entschuldige die Verzögerung, Zwirfinst. Nein. Fort ist fort. Reptane, warum? Reptane? Das Geräusch des Regenbogensteinschiffs. Es wird lauter. Das Regenbogensteinschiff sieht aus, als ob es bereit zur Abfahrt ist. Hey, Reptane. Ich möchte mich nicht einmal mehr bewegen. Aber... Na klar, wenn wir uns nicht beeilen. Wenn wir uns nicht beeilen, könnte das Regenbogensteinschiff ohne uns abfahren. Reptane, auch wenn ich traurig bin, es muss sein.
Wir müssen los. Die Zahnräder der Zeit. Die Zahnräder der Zeit. Ich sammle sie besser ein. Warte auf uns in der Zukunft, Reptane. Wir werden die Lähmung des Planeten aufhalten. Wir werden die Zukunft in eine bessere Welt verwandeln. Eine Welt, in der Reptane glücklich und zufrieden leben kann. Wir werden nicht scheitern. Aber was Zwirfinst sagte... Ja, wir werden alle verschwinden. Das war vor ungefähr 2 Minuten. Das stimmt. Wenn die Zukunft verändert wird, dann wird Reptane verschwinden. Und auch ich werde verschwinden. Hey, Miri. Das Letzte, was Reptane zu dir sagte, Miri. Boah. Das ist auch ungefähr 10 Sekunden her. Seine letzten Worte. Trennung schmerzt. Ich kenne das Gefühl. Ich verstehe, wie weh es tut. Reptane war lange Zeit dein Partner, Miri. Es muss Reptane fürchterlich wehgetan haben, dich zurückzulassen. Vielleicht hat er das gemeint. Aber nein, das ist es nicht. Die letzten Worte von Reptane. Sie waren nicht über mich und Reptane. Er meinte mich und Baloui. Reptane sagte das, weil er wusste, dass ich Baloui irgendwann verlassen muss. Wenn die Geschichte verändert wird, werde ich verschwinden. Meine Zeit mit Baloui geht ihrem Ende entgegen. Dies ist unser letztes Abenteuer. Hey Miri, wir müssen das Reptane zuliebe tun. Gehen wir zum Zeitturm. Letztes Kapitel, das letzte Abenteuer. Oh, das ist das Regenbogensteinschiff. Wow, es wird lauter. Ja, da will ich ja durchgehen. Es fängt gleich an, sich zu bewegen. Schnell, springen wir auf. Das war aber last second safe. Cool. Tolles Ding. Hey, sieh dir das an. Das ist der Zeitturm. Endlich. Wir sind auf dem Weg. Da fahren wir jetzt hin. Angekommen. Angekommen. Ich würde ja drüber springen, nicht laufen. Oh, du bist ich bin drüber gesprungen. Halleluja. Es ist nicht mehr weit, Miri. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Hey, da oben. Die Spitze des Zeitturms glüht rot. Was hat das zu bedeuten? Ich denke, nichts Gutes. Doch, bestimmt perfekt alles. Setzen wir uns in Bewegung. Das ist der Zeitturm. No. Das ist der Eingang zum Zeitturm. Ein Erdbeben. Ach, ist es vorbei? Woher kam dieses Erdbeben denn überhaupt? Hey, das erinnert mich an etwas. Reptane hat mal etwas darüber gesagt. Er sagt, dass die Zeit sei außer Kontrolle geraten, weil der Zeitturm einstürzen zu begann. Das Beben, das wir gerade gespürt haben. Der Zeitturm könnte bereits einstürzen, während wir uns hier auch unterhalten. Beeilen wir uns, Miri. Ja, gut, aber ich würde sagen, wir beenden hier die heutige Folge und in der nächsten werden wir den Zeitturm retten. Oh. Bis dahin macht es gut, bleibt schön feurig, schaut bei Baloui vorbei. Und Miri ist doof. Und tschüss. Tschüss.